Hallo Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles. So, in der letzten Folge haben wir endlich die Quest abgeschlossen und wir müssen zu Thoras Haus zurück. Und wir werden mal schauen, können wir hier unten nicht schneller durch irgendwie? Ich glaube schon. Dann gehen wir nämlich gleich durch die Geheimtür. Und dann schauen wir doch mal, was uns denn dort erwartet, Leute. Genau, da unten müsste die Geheimtür sein. Mann, ich habe mich echt blöd angestellt bei dem Tauchen, aber es ist gar nicht so einfach mit den Knöpfen, dass man die perfekt getimed drückt. So. It's really complete. Very complete. Just need to apply energy charge to activate. Thora, our friend's execution draws near. There's no time to lose. Make haste. I know, I know. Oh, okay, artificial blade. It's wakey-wakey time. That won't do, Thora. What Thora do wrong? You can't keep calling her artificial blade. As her creator, the least you can do is give her a proper name. Well... Actually, friends, Thora did think of a name for her. Very good name. Nice. Then I guess there's no problem. Well, why don't you introduce us, Thora? Right away. Now, wakey wakey! Thora's very own blade! Oh, Poppy! Poppy? Master. Wait a minute! Oh, forget you see that. Thora must change the settings. The settings? This time should be okay. Second time go best. Power on! Master Pawn? I did it! Thora's masterpiece! World's first artificial blade! Poppy! Whoa! Incredible! That is really quite something. Thora did good, huh? You impressed? Thora is a very big success? Absolutely! You're amazing, Thora. Though I was pretty surprised before, when she was all... You know. Forget about it. That's not Thora's fault. That was, Grampy Pon. Grampy Pon Susu made settings. Yes, definitely Grampy Pon's fault. Are you sure, Thora? Yes, Grampy Pon. Yes. Let's not dwell on that. Rex, let's go rescue Nia and Drolurk. No time to lose. Where am I? Anyway, my name Poppy. Poppy try hard to make Master Pawn proud. Oh, yeah. That shrew thinks she owns the place.
just because she curries favor with the Emperor. If only I'd got the Aegis myself, I could have returned home in triumph, or sold her to Banna for a tidy sum. But it's not over. I refuse to let this place be the end of me. I will not be left to rot in this flea-bitten backwater. Captain Podrick! Yes, sir? Double the number of guardsmen. Round up whoever you can find. We're going to find that Aegis before Morag gets her paws on her. Sir, as you wish, sir. Watch and learn, Morag Ladair. Move. Auch muss Tora, Rex, Rex und Poppy noch was erklären. Diese krasse. Was denn, Meister Pond? Bitte gucken, hier steht supermoderner Spielautomat. Das Ding, was mir eben schon aufgefallen, ein Spielautomat ist das also. Ja, Name vom Spiel lautet Tigger Tigger. Ist unverwüstlicher Klassiker, den Opa Pond gebaut hat, als Tora noch Jungpond war. Stimmt, der Kasten sieht echt etwas mitgenommen aus. Jetzt fließt wieder Strom, also kann Automat wieder gespielt werden. Rex Rex muss unbedingt mal ausprobieren. Rätseln würde es mich schon, aber ich kann doch jetzt nicht zocken, während Nia noch Gefahr ist. Bitte warten. Ein Spiel kann Spieler Preise gewinnen. Oberpraktische Teile, um Poppy stärker zu machen, okay. Teile für Poppy sind im Automat. Opa Pond muss geahnt haben, dass großer Tag kommen würde und er hat deshalb ein Spielautomat eingelagert. Also wenn Freunde meinen, Poppy ist zu schwach, muss ich bitte hier um Teile spielen. Na gut, überredet. Kurz reinschauen kann ich ja mal. Weise Entscheidung. Soll Tora für Gelegenheitsspieler Rex Rex Steuerung erklären? Richtungsknöpfe zum Bewegen, A-Knopf für Piff Puff. Okay. Und außerdem auch einfach selbst ausprobieren. Steuerung ist eigentlich selbsterklärend. Also dann, Zeit für Tigger Tigger. Stage 1. Alter, ich komme gar nicht durch. Eta 50, 5240 Punkte. Ach du Scheiße. Und nehmen wir mal Rex, oder? Rex heißt er doch. Rex. Okay. Nun, Rex Rex stellt sich ja gar nicht mal so dumm an mit Automat. Da kennt man echt einen Werbungssager, so gut war ich aber nicht. Oh, danke. Das Spiel muss ja sehr realistisch sein, wenn deine Kenntnisse dir so einen Vorteil verschaffen. Also ein bisschen komplexer ist das in echt schon, aber wollen wir nicht langsam los und ihr suchen gehen? Wir müssen irgendwie zu diesem Schlachtschiff, auf dem sie gefangen. Dem sie sie gefangen halten. Im Wolkenmeer scheint Ebbe zu herrschen. Wir sollten zu der Wurzel gehen, die Pyra auf der Karte entdeckt hat. Wurzel schlängelt kurz hinter Garagorms Bogen rum. Einfach Route von hier aus. Treppe hoch, über Brücke rüber, durch Tor. Da ist Garagorms Bogen. Okay.
Aber sehen wir uns da nicht mehr an deinen Wachen? Kein Problem. Weg bis Aragorns Bogen ist kaum bewacht. Wachen sind alle bei Adanischen Basis. Na dann, versuchen wir es. Ja, Poppy. Wir suchen helfen. Können wir jetzt die Klinge auch nehmen? Die Mitgliedergruppe haben sich geändert, okay. Okay. Tipps für Abenteuer. Thor ist gelungen, eine künstliche Klinge zu erschaffen. Poppy, sie kann keine Hilfskerne auslösen, sondern wird per Poppifikation stärker. Wählt aus dem Hauptmenü unter Charaktere Poppy aus und dann Poppifikation. Für die Poppifikation benötigst du Items, die du am Spiel von Tiger Tiger gewinnen kannst. Du solltest also bei Tiger Tiger alles geben, damit Poppy immer stärker wird. Okay. What have we here? Können wir nochmal zocken? Nein, dass ich den nicht fressen kann. Okay. Ja, und jetzt? Ist die jetzt stärker geworden oder nicht? Ah, das ist eine starke Klinge. Ätherkristalle 102. Benötigt 100. Energiewandler. Was macht der maximale Leistung? Boah, Alter. Machen wir das jetzt nochmal. Mal easy.
So, dann wollen wir doch noch mal reinschauen. Poppifikation. Brauchen wir 1000. Ich weiß nicht, was es ist hier. Verhindert eine einzelne Reaktion. Poppys Element Erde. Ist bereits eingesetzt. Können wir noch nichts machen? Was können wir hier machen? Elementkern Erde. Aha, wir können den alle. Wir können der praktisch andere Elemente zuweisen. Buch. Ach du Scheiße. Ach so, das sind die ganzen Techniken, okay.
Okay, boah. Eieiei, da muss ich mir erstmal reinfinden, okay. So, wir sehen hier, haben wir nicht. Ich speichere jetzt erstmal ab. Okay. Gut, dann würde ich sagen, greifen wir mal an. Hier raus, Entschuldigung. Und dann über die Brücke. Doch geradeaus raus, oder? Genau, da oben ist eh schon das Zeichen, dass es passt. Ich weiß nicht, wie der blöde Ding. Ich mag mit ihm eigentlich gar nicht spielen. There is Titan Warship. Quite the impressive Titan. Another sign that Morardin is readying once more for war with Uriah? Look, that route goes right to the ship, just like Pyra said. Yes, yes! We should be able to climb down over here. Let's go. Okay. Off we go! Understood. Alles klar. Schauen wir doch mal. Und dort... Ah, da ist die Lady. Okay. Kommen wir da irgendwie anders hin, ohne zu springen? Ja, hier. Hopp! What have we here? Wo sind wir hingesprungen? Die eigentlich nicht. Das wollte ich nicht. Okay, hier muss wohl richtig sein. Ich muss mal gleich runterjumpen, nur. Ich mag den eigentlich gar nicht. Komm out, komm out! So, und da unten ist auch schon die Wurzel. Hier gibt es aber noch Sammelpunkte, die nehmen natürlich mit. Komm out, komm out! And arrived. Yeah, this place burned into my mind. Da oben scheint ein Eingang zu sein oder so. Looks pretty high. Give me a moment. Pyra, you first.
I'll pull you up, so hold tight. So heavy. What did you say? Yow! Now look here, Rex. You can't just go and call a lady heavy. Oh, Rex, a little tactless. Sorry about that. I guess I was just surprised. No, it's not your fault. She heavier than Tora for sure. But that just means Hyra grown to impressive height. It is good thing. Hyra should be proud. Poppy, pull Pyra up. Please, grab again. Nice, Poppy. Poppy, artificial blade. This is no problem. Poppy could lift Gonzalez if necessary. So, dann ist ja die Pyra auch mal um. Ja, wenn die so dicke Buchs hat, das ist so schwer. Ganz einfach. No! We lost the upper hand! Meh! Yeah! Ha! Poppy will protect Master Paul! Ha! Thanks for the support! Yeah! Nothing, we're on the road! Speed! Like your attitude! Thanks, Poppy! Grand smash! Steady! Splendid! Go on, raise us some more. Come out. So, geht doch. Baumkrabbel. Must have sensed our skill. Keep eye on it. Ha! Yeah! Ha! Hey! Let's go! I like your attitude. Everyone's getting sight. Go for it! Why not? Why not? Thanks, Poppy! Ha! Spinning! Yeah! No one can stop us now! Come out! Wetter. Gibt's hier noch was anderes? Nee, gibt's nichts mehr. Wow! World has many amazing places in it. Wieder ein Reisepunkt, sehr schön. Perhaps rest and enjoy view for a bit. Watch yourself, Rex! You put your feet up over there. All right, Gramps? Think you can take me! Don't forget me! Think you can take me! Ha! Spinning! Think you can take me! Don't forget me! My thoughts exactly! Think you can take me! Gotcha! Tora will show you! Think you can take... You're
My boy? It's not my fault if you fall out during battle, yeah? Machen die alle mal platt, würde ich sagen. Wegen der Harmonie. Okay, time to take you down. Hey, let's get this show on the road, pal. Pop, speak! Meh. Be here! No, you fight Poppy. Meh. Ha! Ha! Meh. Now I'm Meh. Fired! Oh, be here! Everyone smash. Beat as one! We can do this all day! No problem at all. Okay, ist von der anderen Seite verschlossen, mit dem, wenn man ein Schlüssel oder eine Art Shortcut ist. Luftschacht. Poppy Power! Calm your mind. Okay. Gibt hier nur Gegner? Hier sind so viele Gegner, soll es sich erst woanders suchen, okay. Gehen wir lieber hier entlang. Masterpon, Poppy can feel there is a blade in the vicinity. Oh, but how can Poppy tell that? Unclear. Poppy feel other blade like wave in air. Huh. I'm not sure I get it, but maybe Dromark is nearby. Let's try opening up some of these doors. I didn't hurt anyone, did I? Everyone check your eyebrows. I'm sorry. It's hard to judge the power sometimes. Pyra. Rex. Dromark. It's good to see you alive. It very good! See, Masterpon? There was a blade here. Master Titan, and forgive me, but who are they? Dromark, we don't have much time. Do you know where Nia is? But of course. We are in residence after all. I feel her presence. Then let's go. We can't let her get executed. Indeed. This way. So, Ortsherrenbezirk. Müssen wir jetzt die Türen hier aufmachen, oder was? Geschlossen. Geschlossen, okay. Hier waren wir drin. Ah, hier ist ein Schatz. Treasure acquired. Oh, Kohle. Kohle, Leute. Ich könnte mal schauen. Charaktere. Und zwar wollte ich gerne Tora. Klingenpartner, Ausrüstung. Die hätte mir noch gar nichts drin hier. Gehen wir dem. Boah, leck. Ne, da geben wir das hier. Ne, das habe ich ja schon an. Das hat Nia. So, warte mal, das machen wir so. Du kriegst von mir einmal bitte. Infanterieweste. Ich muss jetzt mal schauen. Ja, genau. Ich nehme die hier. Und der Kamerad nimmt doch bitte einmal. Die hier. Und auf dem zweiten Sockel. Den drin.
Boah, 1733, heftig. Na komm, nimmst du das hier. Techniken. Das machen wir denn? 130 habe ich hier nur. Ich kann gar nichts machen. Hier geht auch nichts. Wir müssen echt mal schauen wegen Waffen. Poppy. Okay, da haben wir vorher schon geschaut. Increased. Kann ich jetzt Poppy als meinen Partner nehmen? Wäre aber ein Schmarrn jetzt, wenn ich den Pyra ausgerüstet habe. Ne, das machen wir nicht. Hier kann ich einen Klingpartner nehmen. Kann ich jetzt, könnte ich jetzt Poppy gar nicht nehmen? Oder ich müsste meinen Klingpartner. Nee, es geht nicht. Okay, aber du beschäftigst mal den Offscreen ein bisschen damit. Okay, würde ich sagen, weiter geht's. Hier ist echt ganz schön viel, was man hier beachten muss. Das ist ja Wahnsinn. Da kann man so ein richtiges Bild zusammenstellen. Aber ich glaube, dass wir jetzt so weit noch nicht sind. Just so. Beat him! Let's show him a thing or three. I'll handle this. Pep speak! Beat him! Spinning! Pep speak! We're on a roll! Beat him! I like your attitude. Bullet push! Please leave it to... Let's go! Poppy Alpha operating at full power. Okay. Time to take you down. Nothing. Let's get this show on the road. Don't forget me. Be him. Think you can take me. Pep speak. Don't forget me. Think you can take me. Pep speak. Think you can take me. Don't forget me. Think you can take me. You showed them. Jetzt mal richtig Kohle hier. Oh, da oben gibt es eine Kiste. Können wir da hochnehmen? Oder kommt die vielleicht zu uns runter? Aber hier geht es auch bloß wieder zurück. Okay, dann gehen wir mal hier hoch. Scheiße, hier kommen wir jetzt nicht ran. Let's show him a thing or three. You're gonna do it, Patrick! Pep speak! Michael's exactly! Be here!
Be here! Yeah! It's fine, we'll get him yet. I screwed up. What the fuck? No! Lost the upper hand! Be here! Ach, das mit dem Boden, was ich tun gehabt. New enemy in the mix. Why not? Right, there. Okay, good. Okay, time to take you down. Hey! Toss your attitude. Your attitude. Yeah! Be here! Yeah! Pass! Be here! Spin it! Ground smash! Meh. Be here! Why not? Pass! Thanks, Poppy! New enemy in the mix! Meh. Thank you can take me! Spinning flash! Okay, jetzt schau hier mal, wir dürfen hier anscheinend nicht durchrennen. Ein Hit! Be here! Do it like I showed you and we'll be okay. Mind you don't fall out, Gramps. Be here! No, you fight Poppy! Be here! Yeah! Spinning! What the hell? Poppy! Is that it? Kernkristall? Speicher mal. Just so. Don't forget me. Think you can take me! It's like I showed you and we'll be okay. Come on. Think you can take me! Quietly. Don't ha! Your helmet makes for quite a snug berth, my boy. It's not my fault if you fall out during battle, yeah? Okay, komm nicht durch. What happened? Master Pawn, you can do it! Okay, bring be it here. Up! New enemy in the mix. No! We lost the upper hand. Komm ich nicht durch? Warum komm ich da nicht durch? That was poorly judged. You gotta be more careful. So, warte mal, sie hat doch... Let's show him a thing or three. Tora will try not to get under Rex's feet. Ha! New enemy in the mix. Be here! Don't forget me! Yeah. Think you can take me! Be here! Don't forget me! Think you can take me! Grand smash! Don't forget me! Think you can take me! Go for it! Ion. Spinning cutter! Why not?
Don't forget me! No one can stop us now! Nicht durch. Ja, ich muss das blöde Rädchen hier machen. Watch yourself, Rex. Just don't forget me. Quietly. Think you can take me? Don't forget me. Don't forget me! Think you can take me! Toro will do it! What? Are you ready for Don't forget me! Think you can take me! We'll beat them with the power of friendship! Master Pun, Poppy's right arm is malfunctioning! Hold on, Poppy! Master Pun will fix it! Ah, he gets me auch hoch. If they seek a fight, they shall get one. Be here! Yeah. Be here! Please go! I like your attitude. Be here! Cutter! Pepsi! Bullet punch! That's it! Is Tora good enough driver for Poppy? Ah, he gets off, okay. Master Pun is Poppy's only driver. Okay, ich würde aber sagen, wir machen jetzt einen Cut an der Stelle. Sind wir doch schon wieder 50 Minuten, sonst wird es einfach zu lang. Und ich weiß ja nicht, ob ihr so lange Folgen sehen wollt. Wenn es euch ein bisschen gefallen, lasst mir doch einen Like, Kommentar oder auch ein Abo da. Und in der nächsten Folge schauen wir auf jeden Fall hier gleich, wie es weitergeht. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Lasst euch gut gehen, Leute. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Andi.